Hallo, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich bin Toni Friedrich von der Firma Aquabi Aquarientechnik und ich stelle euch heute die UP12000 Elektronik V24 vor. Viel Spaß beim Zuschauen. Die UP12000 ist eine 12.000 Liter Pumpe, die eine Förderhöhe von über 9 Meter hat. Diese Pumpe ist ideal, wenn man jetzt zum Beispiel sein Technikbecken im Keller hat und man möchte zurück ins Aquarium pumpen. Und durch diese extrem hohe Wassersäule ist das überhaupt kein Problem, wenn man da mal ein Stockwerk überwinden muss und das schafft die Pumpe mühelos. Die UP12000 wird mit einem Brushless DC-Motor angetrieben, oder auch in Fachkreisen EC-Motor genannt, was so viel wie elektronisch kommutierter Motor steht. Diese Motoren zeichnen sich besonders durch ihre extreme Laufruhe aus und durch ihren besonders effizienten Betrieb. Kommen wir zum Lieferumfang. Der Lieferumfang umfasst die Pumpe, den Controller, den Saugkorb zum Schutz vor Fremdkörper, dem Meanwell-Netzteil und der Kaltgeräte-Netzleitung. Die Pumpe kann von 0 bis 130 Watt hoch und runter geregelt werden in 5 Watt Schritten. Das Display zeigt die entsprechende Wattzahl an, wo die Pumpe gerade eingeregelt wurde. Selbstverständlich speichert der Controller auch die alteingestellten Werte und nach einem Stromausfall regelt die Pumpe sich wieder ganz von alleine in die vorherige Einstellung ein. Die UP12000 wird wie alle unsere EC-Motorpumpen mit einer SeamWave-Technologie angesteuert. Diese bewirkt zusätzlich, dass die Pumpe wirklich absolut laufruhig ist und wirklich absolut effizient arbeitet. Kommen wir zur Installation der Pumpe. Die Pumpe wird mit zwei 40 mm Rohranschlüssen ausgeliefert. Diese können dann ganz einfach an das Rohrsystem des Aquariums angeschlossen werden, einfach verklebt werden mit diesen Muffen hier. Und wenn aber schon eine Verrohrung besteht, wo schon eine Gewindemutter dran ist, die Pumpe hat am Ein- und Auslass ein 1,5 Zoll Gewinde und kann durch Verschrauben mit der vorhandenen Verrohrung verbunden werden. Wenn die Pumpe an dem Rohrsystem angeschlossen ist, muss eigentlich nur der Stecker genommen werden und in den Controller eingesteckt werden. Und gegen ungewolltes Abziehen mit der Sicherungsmutter gesichert werden. Der Stecker ist ja auch wieder ein extrem hochwertiger Industriestecker aus Messing, also aus verchromtem Messing und hat hier auch wie bei der UP8000 diesen Knickschutz und da dürfte nichts passieren. So, das Meanwell-Netzteil, das nimmt man einfach hier. Wir haben hier einen Anschluss mit einer Art Schnappverschluss. Da muss man einfach gucken, wo diese Nase sitzt und wo die Nut hier sitzt. Und dann kann man einfach den Stecker, also die 24 Volt Stromversorgung, einstecken. So, ich hätte gesagt gehabt, damit ihr ein bisschen die Montage und Demontage etwas genauer betrachten könnt, hole ich euch einfach mal ran. Und dann werden wir die Pumpe einfach mal zerlegen und wieder zusammenbauen. Und ich werde mal noch auf weitere Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten eingehen. So, jetzt schauen wir uns die Pumpe mal im Detail an. Als erstes zeige ich euch, wie man den Saugkorb montiert. Hierfür wird einfach die Überwurfmutter gelöst. So, hier ist natürlich auch gleich schon der Dichtring rausgekullert. So, und als nächstes nehmen wir den Saugkorb mit der Überwurfmutter hier und schrauben ihn einfach drauf, bis er fest ist. So, und mit dem Saugkorb ist dann die Pumpe vor Fremdkörpern geschützt. Wenn wir die Pumpe jetzt vom System entnehmen wollen, dann gehen wir jetzt wie folgt vor. Als erstes ziehen wir hier die 24 Volt Stromversorgung raus. Da vorher bitte das Netzteil vom Stromnetz trennen. So, als nächstes hier der Stecker hier, der hat einen Schnappverschluss.
Und der wird dann so nach hinten gezogen und dann rausgezogen. So, wenn wir das gemacht haben, packen wir das mal beiseite. So, als nächstes nehmen wir hier den Stecker, lösen die Überwurfmutter und ziehen ihn raus. So, jetzt können wir den Controller beiseite packen. So, das Kabel ist auch wieder hier ein absolut seewasserbeständiges Purkabel. Und also hier braucht man sich auch keine Gedanken machen, dass es hier, dass das Kabel sich auflöst, dass die Phasen freiliegen. Das gibt's ja bei dem Kabel alles nicht. So, wenn wir die Pumpe vom System nehmen wollen, schrauben wir dann einfach hier die Überwurfmutter ab. Hier hängt der Dichtring drin. Der liegt hier normalerweise in der Nut. Wichtig ist, die Nut besonders beim externen Betrieb immer sehr sauber zu halten. Da, wenn da Schmutz drin ist, kann es zu Undichtigkeiten führen. So, als nächstes bauen wir das Kreisegehäuse ab. Hierfür einfach die Überwurfmutter von hinten gesehen nach links drehen. Wir haben ja auch bei den Pumpen einen Pfeil drauf, wo man das auch nochmal sehen kann. So, und jetzt kann man das Kreisegehäuse entnehmen. Aber wichtig ist hier auch diese Nut hier wieder sauber zu halten, weil auch hier arbeiten wir mit einem gedeckelten Läufer und dieser gedeckelte Läufer läuft mit diesem Steg hier in dieser Nut und das bewirkt, dass die Pumpe, also sozusagen damit das Wasser nicht wieder zurück in den Ansaugtrakt zirkuliert und die Pumpe somit immer also absolut leistungsfähig ist und absolut effizient dadurch arbeitet. Auch das Gewinde schön sauber halten, sonst hat man später Probleme beim Befestigen. So, und jetzt können wir vorsichtig die Läuferbaugruppe entnehmen. Hierbei bitte ganz vorsichtig vorgehen, weil der Magnet ist wirklich sehr stark auch wieder. Wir arbeiten ja auch wieder mit einem Neodym-Magneten. Dieser ist hier schlagfrei überdreht worden, damit es eben auch keine Unwuchten gibt. Wir haben hier eine 10 mm Keramikwelle. Diese läuft absolut passgenau zu dem Keramiklager hinten im Motorblock. Wir haben hier auch wieder Keramiklager, also Druckscheiben auf beiden Seiten. Einmal hier, einmal hier. So, und hier die bewirken, dass jetzt, wenn die Pumpe schlagartig unter Druck gesetzt wird, hinten und oder wenn der Druck weggenommen wird, hinten gegenlaufen kann oder vorne gegenlaufen kann, ohne dass da was passiert. Also das ist, wenn man es jetzt nach vorne drückt, also das gleitet hier absolut schön lang. Und was die Läuferbaugruppe gegen das hintere und vordere Anlaufen absolut geschützt. So, jetzt können wir hier vorsichtig die Silikondichtringe nehmen. Das hier ist ein sehr, sehr weiches und alterungsbeständiges Silikon. Damit die Pumpe auch absolut dicht bleibt. Hier auch die Lagersitze müssen hier auch wieder absolut sauber gehalten werden. So, jetzt haben wir den hinteren. So, jetzt habe ich ihn draußen. Und hier auch die Lagersitze bitte wieder absolut sauber halten. Wichtig ist auch, dass hier also sozusagen das gedeckelte Flügelrad absolut sauber gehalten wird und dass hier diese ganzen Nuten und Spülbohrungen sauber gehalten werden. Diese sind ja auch wie bei der UP8000 hier in der Pumpe überall zu finden. So, und diese bewirken auch eine interne Zirkulation des Wassers und die ist dafür da, damit damit die Lager einwandfrei geschmiert werden und nicht festlaufen und damit die Pumpe innen drin frei von Ablagerungen bleibt. So, jetzt können wir auch hier drinnen das Gleitlager hinten sehen. So, und
Packen wir das mal beiseite. So, jetzt können wir hier auch den Fuß abnehmen. Dieser wird nur über diese Schwalbenschwanzführung draufgeschoben und runtergeschoben. Und jetzt können wir auch den Gewindering einfach runternehmen. So. Die Montage findet natürlich in umgekehrter Reihenfolge statt. Und da gehen wir einfach wie folgt vor. So, als erstes schieben wir wieder den Dichtungsring, den Überwurfring, Entschuldigung, nach vorne. Nehmen den Fuß, schieben den wieder in die Schwalbenschwanzführung rein. So, bis an den Schlag ranschieben. So, jetzt nehmen wir die Läuferbaugruppe. Dann kann das wieder zusammengebaut werden. So, jetzt muss vorsichtig der Dichtungsring eingelegt werden. Nachdem wir den Dichtungsring eingelegt haben, können wir die Läuferbaugruppe nehmen und jetzt mit äußerster Vorsicht in den Motorblock einführen. So, jetzt kontrollieren wir den richtigen Sitz des Dichtungsrings. Dafür schieben wir den Fuß noch mal ein bisschen zurück. So. Ich denke, das schaut absolut gut aus. So, jetzt können wir den Fuß bis an den Schlag ranschieben. Jetzt nehmen wir den zweiten Dichtungsring. Und diesen dann mit ganz viel Feingefühl auf die Läuferbaugruppe draufziehen. So. So, und nun können wir das Kreiselgehäuse nehmen. So, und nun, wir haben jetzt natürlich einen extrem großen Gewindedurchmesser. Jetzt nehmen wir die Überwurfmutter und drehen sie erstmal, um den Anfang des Gewindes zu finden, in die falsche Richtung, nach links. Und warten einfach, bis es Klack macht. So, jetzt hat es Klack gemacht. Jetzt haben wir den Anfang des Gewindes gefunden. So, und jetzt können wir den Überwurfring einfach wieder in die rechte Richtung drehen. Bis er fest anliegt. So, mit einem gewissen Drehmoment wieder festziehen, die ganze Sache. Bei dieser Befestigung des Kreiselgehäuses haben wir hier den Vorteil, dass das Kreiselgehäuse absolut gleichmäßig an den Motorblock rangezogen wird. Wir haben jetzt hier keine Schrauben, die hier sitzen und sozusagen, das ist wenn man jetzt diese Schrauben anziehen würde, kann es unter Umständen zu einem einseitigen Verkanten kommen. Und wenn das Kreiselgehäuse einseitig verkanten würde, hätte man mit Undichtigkeiten zu kämpfen. Es können Schäden am Kreiselgehäuse auftreten. Das gibt es hier nicht, weil, wie gesagt, durch den Dichtungsring und durch das Gewinde und den Druck, den man hier jetzt komplett gleichmäßig ausübt, können wir hier eine absolute Dichtigkeit erzeugen. Und das bei einem schönen gleichmäßigen Anlagedruck, ohne irgendwelches Verkanten. So, jetzt können wir die Pumpe wieder am System anbauen. Dafür nehmen wir jetzt einfach wieder den Dichtungsring, legen den hier ein und dann können wir die Pumpe wieder am Rohrsystem verschrauben. So, jetzt nehmen wir wieder den Controller dazu. So, jetzt können wir den Stecker zur Steuerung hin wieder einstecken. Wie gesagt, hier ist eine kleine Nut, ein kleiner Steg, hier ist eine kleine Nut und dieser, und wenn man den Stecker, so kann man den Stecker absolut sauber einführen und die Kontakte tauchen wieder richtig ein. So, natürlich gegen ungewolltes Abziehen wieder verschrauben.
jetzt nehmen wir die 24 Volt Stromversorgung und stecken diese wieder ein. So, diese hat hier auch wieder einen kleinen Steg und hier auch wieder eine kleine Nut. So, und zwar können wir das jetzt ganz einfach wieder einstecken. So, klack, jetzt ist er drin. So, jetzt kann das Netzteil wieder mit dem Stromnetz verbunden werden und die Pumpe kann wieder in Betrieb genommen werden. Die Pumpe läuft dann wieder in den alteingestellten Wert ein und die Pumpe kann über diese beiden Tasten hier rauf und runter gesteuert werden von 0 bis 130 Watt in 5 Watt Schritte. Die Pumpe verfügt natürlich auch über eine 0 bis 10 Volt Schnittstelle. Über diese kann jetzt über einen Aquariencomputer, der auch über eine 0 bis 10 Volt Schnittstelle verfügt, kann die Pumpe dann extern angesteuert werden. Und die Pumpe kann man dann ja über die ganzen Features, dann, was eben dieser Aquariencomputer denn zur Verfügung stellt, dann einfach angesteuert werden. Also man könnte hier zum Beispiel auch eine Strömungssimulation machen, Tag-Nacht-Betrieb oder sonstiges. Es bleibt jedem selbst überlassen. So, dann gucken wir uns mal noch den Kunststoff an. Also auch hier verwenden wir wieder glasfaserverstärkte Kunststoffe. Diese haben auch wieder den Vorteil, dass sie sehr resistent gegen Stoß sind. Also sie können extrem dickwandig gespritzt werden. Das ist auch das Kreisegehäuse. Also das ist absolut alles dickes Material. Man sieht es hier oben auch schon an den Anschlüssen und was das hier für dicke Wandstärken sind. Also die Pumpe ist dadurch auch durch die Materialwahl absolut widerstandsfähig. So, dann hätte ich gesagt, dann verbauen wir mal die Pumpe zum Testen und schauen uns die Pumpe einfach mal im Betrieb an, was sie so alles kann. Die UP12000 läuft jetzt mit voller Leistung. Und er bringt hier diesem Rohrleitungssystem gute 197 Liter pro Minute. So, jetzt werden wir einfach mal die Wassersäule testen. Das geschieht folgendermaßen. Ich werde jetzt die Pumpe auf volle Leistung hochregeln und dann werde ich langsam den Hahn am Auslass zudrehen und am Manometer kann man dann sehen, welche Wassersäule wir erreicht haben, also welche Druckhöhe. 0,1 Bar entsprechen 1 Meter. So, jetzt sind wir bei 1 Meter. Jetzt sind wir bei 2 Meter. Jetzt sind wir bei 3 Meter. Jetzt sind wir bei 4 Meter. Jetzt sind wir bei 5 Meter. So, um den Durchfluss jetzt ein bisschen besser sichtbar zu machen, verjünge ich mal das Rohr auf 28 mm. Jetzt sind wir bei 6 Meter. Jetzt sind wir bei 7 Meter. Bei 8 Meter. So, und bei über 9 Meter ist Schluss. Um den Schalldruck der Pumpe zu messen, habe ich jetzt mal unser Dezibel-A-Messgerät rausgeholt und in einer Entfernung von ca. 50 cm von der Pumpe entfernt hingestellt. Ich werde jetzt erstmal die Pumpe mit 80 Watt starten, um zu zeigen, wie da der Schalldruck ist. Und dann werde ich auf 130 Watt hochregeln. Durch die extreme Durchflussmenge des Wassers durch das Rohrleitungssystem macht das aber natürlich schon einiges an Schalldruck aus und das muss man auf jeden Fall hier mit einberechnen. Ich werde jetzt mal ganz ruhig sein, damit wir den Schalldruck hier im Raum haben. Wir haben jetzt hier einen Schalldruck von 39,0 Dezibel
Und jetzt werde ich mal die Pumpe einfach mal auf 80 Watt starten. So, wir haben jetzt hier eine Schalldruckdifferenz von 2,8 Dezibel und jetzt werde ich auf 130 Watt hochgehen. Wir haben jetzt hier einen Schalldruck von rund 44 Dezibel A und wir haben jetzt hier eine Differenz von 5 Dezibel A. Wie gesagt, aber man muss hier die Fließgeräusche des Wassers im Rohrleitungssystem auf jeden Fall hier mit einberechnen bei der Messung. Jetzt simulieren wir mal noch reale Einsatzbedingungen. Ich habe jetzt die Pumpe mal auf 3 Meter eingestellt. Das entspricht ungefähr einem Kellertechnikbecken. Und die Pumpe läuft jetzt mit voller Leistung und man sieht, real verbraucht sie derzeit rund 129 Watt. So, wie man sieht, etwas über 3 Meter eingestellt. 3,20 Meter, um genau zu sein. Die Pumpe läuft mit voller Leistung. Wie man sieht, kommt da richtig schön was raus. Die Rückförderpumpe ist das Herz eines jeden Meerwasseraquariums und wer nach einer zuverlässigen, effizienten und laufruhigen Pumpe sucht, ist, denke ich, mit der UP12000 Elektronik V24 gut beraten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns.